Was bedeutet Fitness für dich? Fitness ist cool, weil es einfach die Leute miteinander verbindet. Alle trainieren zusammen, egal wo so die Leute herkommen. Jeder zieht einfach sein Ding durch und alle halten zusammen. Für mich ist Fitness die Art, mich auszudrücken. Und Calisthenics, was ich eben mache, da kann ich einfach freien Lauf lassen, meine Angst überwinden, Flips machen, Handstand, mich einfach ausdrücken und das Leben genießen im Endeffekt. Ich habe einfach jede Woche gemerkt, wie ich fitter werde und gesünder und wie ich einfach besser fühle. Es ist mir viel leichter gefallen, auch mich zu konzentrieren. Auch im ganzen Alltag habe ich mich einfach viel wohler und viel fitter gefühlt. Meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass Sport einfach so viel bringt für euer Leben und für eure Lebensqualität. Deswegen macht es regelmäßig, fühlt euch fit und gesund. Fitness bedeutet mir ziemlich viel, weil ich einfach glaube, dass es mein Leben besser macht, weil es mir mehr Energie gibt und ich einfach besser gelaunt bin und auch besser arbeiten kann, kreativer bin. Und ja, es macht einfach alles besser. Fitness ist einfach geil. Weil es mir einfach extrem viel Spaß macht, mich körperlich auszupowern und danach einfach immer und wirklich immer wieder gut drauf zu sein. Man geht schlecht gelaunt zum Sport, ins Fitnessstudio und danach hat man einfach wieder eine Laune und startet oder beendet den Tag einfach immer wieder gut. Machen wir den ganzen Scheiß? Also ich könnte mir auf jeden Fall ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Also die Leute, die wirklich sagen so, ja, ich brauche keinen Sport, ich fühle mich wohl, glaube ich nicht. Weil eben Fitness befreit von so vielen Dingen. Ich habe mit 10 Jahren eigentlich angefangen, hatte schweres Asthma und habe das durch Fitness eigentlich in den Griff bekommen. Das heißt, mein Leben hat sich drastisch dadurch verändert. und kann jetzt eigentlich ohne Medikamente komplett den Sport, den ich will, ausüben. Ohne, dass es mir schlecht ist. Ja, Fitness bedeutet für mich eigentlich alles mein Leben. Ich bin natürlich positiver, ausgeglichener, selbstbewusster, allgemein. Es macht mir unheimlich Spaß. Fitness macht mich halt nicht nur gesundheitlich fit, sondern Sport verbindet auch. Also seit ich im Gym bin, habe ich richtig viele coole Leute kennengelernt. Das ist unter anderem auch, was Fitness halt für mich halt, was bedeutet und ausmacht. Fitness für mich ist eigentlich die Antwort auf alles. Also wenn es mir schlecht geht, mache ich Fitness. Wenn es mir gut geht, dann ist es die Art, wie ich meine gute Laune ausdrücke. Ein paar Gewichte, gehst laufen oder machst sonst irgendwas und fühlst dich danach auf jeden Fall gleich besser. Und deswegen, Leute, geht raus, macht mehr Sport, habt Spaß am Sport und entwickelt euch weiter. Das hat mein Leben verändert, weil ich kann jetzt auch durch meine Bratwurst mehr essen. Und deswegen mache ich fast jeden Tag Sport. Und ich liebe es. Ich kann essen, was ich will. Fitness bedeutet für mich den ganzen Tag, eigentlich mein ganzes Leben, arbeite im Fitnessstudio Bayer's Aktivpark. Und für mich persönlich bedeutet Fitness einfach die körperliche Erschöpftheit, das geile Gefühl nach dem Training. Es gibt nichts Besseres. Fitness heißt für mich, dass ich so unterwegs bin wie der Kollege hier. Ich beanspruche meine Muskeln, so wie sie die Natur auch will, dass ich meine Muskeln beanspruche. Und ich ernähre mich von gutem Zeug. Ja. Fitness bedeutet für mich, rauszugehen, Energie zu tanken und einen guten Ausgleich zu haben zum ganzen Studienlernen. Und ich habe einfach viel Spaß daran, mit meinen Freunden draußen zu sein, ein bisschen braun zu werden und einen Ausgleich vom stressigen Lernen zu finden. Ich gebe Fitnesskurse hauptsächlich für Mamas in der Elternzeit. Die Mamas freuen sich über den Austausch, über die Bewegung, darüber, dass sie aufgehoben sind und dass sie einfach die Möglichkeit bekommen, fit zu bleiben. Und genau, das ist meine Philosophie und die gebe ich weiter. Fitness ist unser Leben.
Fitness is my life. Nee, jetzt Spaß beiseite. Nein, du wirst leise sein.